Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich zu Gast bei der Amavita Apotheke in Zug. Sie gehört zum größten Apothekennetz der Schweiz. Von Genf bis St. Gallen gibt es über 155 Amavita Apotheken. Wenn wir krank sind, funktioniert das in der Schweiz so. Wir gehen zum Arzt, er erkennt unser Problem und stellt uns ein Rezept aus. Mit dem Rezept gehen wir in die Apotheke, wo uns der Apotheker das richtige Medikament abgibt. Aber auch ohne Rezept können wir während des ganzen Jahres mit unseren Gesundheitsfragen in die Apotheke gehen und werden vom Apotheker und seinen Pharmaassistentinnen kompetent und kostenlos beraten. Und das sogar ohne Voranmeldung. Schweizer Apotheken verkaufen die im Handel erhältlichen Arzneimittel. Oft können wir auch Babynahrung, Vitamintabletten, Parfüme oder Kosmetika kaufen. Obwohl die besinnlichen Festtage vorbei sind, essen wir hin und da was Süßes. Den Magen kann man sich aber auch sonst schnell verderben. Hier in der Amavita Apotheke in Zug wird euch geholfen, so dass ihr schmerzfrei durchs Leben gehen könnt. Aber denkt daran, wenn der Apotheker sagt, man soll die Tabletten immer zu den Mahlzeiten nehmen, meint er damit nicht 6-mal am Tag. Bis bald. Tschüss.